Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Oh, ich war jetzt schön duschen auf dem 174, heute wieder, gestresst. Tabjob hinter mir, Trainingstabjob und, was soll ich sagen, 5 Stunden haben wir gebraucht. Ist, was es ist. Ich habe ja nichts dagegen, wisst ihr, wenn du anfängst und so weiter und so fort. Ich habe ja auch angefangen. Ich weiß auch, dass ich länger gebraucht habe am Anfang. Ich habe aber ruckzuck doch dazu gelernt, innerhalb eines eigentlichen Vorgangs schon mal. Ne? Und Vorgang meine ich natürlich innerhalb von eben Arbeitsprozess. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegurtet habe, habe ich mir schnell angeguckt, wie die da vom Winkel her schmeißen. Ne? Man ist ja bei dir eine Kette vorne dran, habe ich mir schon angeguckt, 3-4 Mal probiert. Wie ging das? Ne? Wie ging das gut? Aber es gibt Momente im Leben. Naja. Also ich sag mal so, wir haben ja, ich habe 21, bin ich so bescheuert. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 16. 16 Gurte haben wir gemacht. Und ich musste im Endeffekt alle 16 machen. Er hat keinen Gurt rüber gekriegt. Leider nicht. Ich habe 5-mal gezeigt und auch das letzte Mal habe ich schon. Ich habe bewusst, dass sie kommen, weil ich habe beim ersten Mal trainieren halt gesehen, dass da irgendwas im Argen ist, dass das nicht so gut aussieht. Aber gut, im Endeffekt müssen wir sehen. Also so kann er den Job noch nicht machen. Das ist einfach so. Wird wahrscheinlich noch eine Woche länger gehen, aber ich wäre natürlich auch so ein bisschen an some point ein bisschen dünnhäutig, wenn du 5-mal zeigst und 10-mal zeigst. Ich bleib immer noch ruhig, versuche das immer so hinzukriegen, aber wenn man den partout nicht hört, dann platzt mir irgendwann auch die Hose. Ja, ist so. Egal, wir fahren jetzt weiter und dann gucken wir, wo wir hinkommen heute Abend, weil morgen sollen wir irgendwo abladen und dann sollen wir nochmal in den USA kurz. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal sehen. Ne? Gut, dann bis später mal. So, meine Lieben, wir sind jetzt schon mal wieder Richtung New Brunswick unterwegs. Wir sind jetzt so etwa 28, nicht etwa, sondern 28 Meilen weg von River de Loup. Da jetzt dann noch. Von da aus geht es in die super Baustelle vom Transcanada Highway, da nochmal kurz rein und dann noch rein nach New Brunswick und dann weiß ich noch nicht, wo wir stehen, wahrscheinlich irgendwo 58 bei Shell oder so. Und morgen mal gucken, wie weit wir noch kommen. Oder wann wir dann irgendwann dann in St. John sind. Aber da weiß ich morgen früh erst. Weil wir sollen ja 10 Stunden über Nacht stehen jetzt, wegen eventuell USA. Von daher lassen wir das mal so. Ne? Es wird jetzt gleich wieder bald dunkel. Ist eigentlich oben nur eine schöne Ecke. If you want, you can check the load in 3 kilometers. In 3 kilometers is coming a rest area. You can go off and just give it a quick check. And everything's okay. So, und machen gleich nochmal Ladung, checken, ob der Tarp noch vernünftig sitzt, aber ich denke mal, ja. Normalerweise mag ich es schon immer so, dass man eigentlich ja auch ohne Checken durchfahren könnte, aber es ist immer besser zu gucken, wenn irgendwas rumflattert. Gerade hinten, weil der Tarp ein bisschen länger ist und da will ich nicht, dass es rauskommt und dann auch über die Lichter drüber hängt. Über die Lämpchens. We'll be right back.
einen wunderschönen guten Morgen aus dem etwas verregneten, aber trotzdem frühlingshaften New Brunswick. Wir sind jetzt in Höhe Fredericton und fahren jetzt weiter Richtung Hof, denn es hat sich ein bisschen was geändert. Wir konnten den Termin leider nicht halten um 10.30 Uhr heute, weil wir ja eine 10 Stunden Pause machen mussten. Weil wir noch einen kleinen Trip in die USA vorhaben. Und das machen wir auch. Wir werden Holzladen fahren heute. Und das werden wir noch schnell nach Portland bringen. Das ist ja nicht allzu weit. Das ist ja nur etwa 4 Stunden hinter der Grenze. Da wird der Kunde wohl sein. Ich habe jetzt noch nicht genau geguckt, wo er ist, aber das gucke ich mir nachher natürlich noch an. Und werden unsere Fuhre auf den Hof stellen. Und dann schnell nach Rexton fahren und dort laden. Holz, mal wieder Holz laden. Habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht. Echt schon eine Weile nicht mehr. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Jetzt fahren wir erstmal gleich tanken. Wunderschönen guten Abend. Wir haben jetzt wieder mal geladen. Und zwar Holz haben wir geladen. So, ist etwa 43 Tonnen Gesamtgewicht. So, damit eiern wir jetzt nach Maine. Alles natürlich wieder ein bisschen dauert. Ich musste heute mal eingreifen und alleine machen. Da wir relativ spät da waren. Ich war eine Minute vor 3:30 da und oder wir waren eine Minute vor 3:30 da und um 3:30 machen sie Loading-Schluss. Aber da gibt es ja noch jemanden, den ich gut kenne da schon mittlerweile und dadurch sind wir dann auch noch zum Laden gekommen. Allerdings mussten wir uns ein bisschen beeilen, dass Sally nicht böse wird. Habe ich gesagt, ich werde mein Bestes geben und schnell machen. Und da habe ich natürlich dann nur gesagt, er soll erstmal drin bleiben im Truck. Und ich mache erstmal schnell ein paar Gurte rüber, so ein bisschen, dass wir über den Platz fahren können. Und den Rest machen wir dann draußen hinter der Waage, dann kann sie auch los. Hat auch so funktioniert. Hat war schon ein bisschen grimmig, war sie schon, aber es ging noch. Hat nicht gemeckert. Also hat sie gesagt, ist doch okay. Nee, die ging relativ zügig. Ich konnte natürlich auch keine Kamera aufbauen oder sowas. Weil da geht dann raus, zack, Helm auf und dann geht los. Ne? Ein paar Sicherheitsgurte rüber und dann geht's ab. Wieder raus. Also im Großen und Ganzen war das 25 Minuten. Dann war das Laden und das kurze kurze Gurt rüberschmeißen, da war das erledigt. Und dann war ich auch schon wieder, dann waren wir schon wieder auf dem Weg nach draußen. Draußen hat es natürlich dann ein bisschen länger gedauert, aber das war ja, wir hatten die Papiere. Ich habe mir die auch schon ausgedruckt für die Grenze, das haben sie mir auch per E-Mail geschickt. Also bin ich jetzt modern geworden, ja, ich krieg's jetzt per E-Mail und kann es mir schnell ausdrucken. Dadurch brauchen wir nicht mehr im Yard anhalten und dahin fahren und da wieder eine halbe Stunde wegschmeißen. Diesmal können wir komplett gleich durchfahren. Ja, wir sind jetzt hier Ecke Buktusch, sind wir schon vorbei. Wir sind jetzt quasi kurz vor Shediac oder ab zwei Shediac und dann jetzt wieder Richtung Moncton und dann auf den 1 Highway West rauf Richtung St. Stephen und dort werden wir hoffentlich noch über die Grenze kommen und dahinter kommt gleich in Irving Truckstop und da werden wir stehen bleiben und morgen früh dann die Airline runter eiern. Bin ich mal gespannt mit dem Gewicht, weil da sind ja doch ein paar Hügel drin. Da musst du schon genau abpassen und einen richtigen Moment schalten. Aber gut, werden wir sehen. Alles wird gut. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Lieblingsstrecke hier aus Maine. Ich denke mal, der Frühling kommt bald, Leute. Der kommt bald. Ich habe sehr gut geschlafen letzte Nacht, muss ich sagen. Keiner hat geheilt.
Und haben nur einen Spot gefunden gestern, gleich hinter der Grenze, da ist in Irving. Da war noch ein Spot frei und wie das immer so schön heißt, wir brauchen einen und den haben wir gleich genutzt. Gut geschlafen und jetzt sind wir auf dem Wege Richtung Portland in Maine, wo wir etwa gegen Mittag ankommen werden. Ja, wir haben jetzt gerade uns so ein bisschen durch die ersten kleinen Hügel gekämpft. Da war mein Fahrer sehr, sehr überrascht, wie doll man doch oder wie man zum Stehen kommen kann am Berg. Aber das geht nun mal. Das ist keine Kunst hier auf der Airline. Das geht jedem so, der hier anfängt mit schwer, wir haben ja relativ schwer geladen, der mit Gewicht hier durchfährt. Das ist jetzt nicht überraschend. Und man lernt gleich umzugehen mit den Passagen, die dann auch sehr, sehr steil runtergehen. Wie hier zum Beispiel, aber das macht er ganz ordentlich. Steht nicht permanent auf der Bremse, sondern bremst ab und zu mal runter und ist in Ordnung. Kann man nicht meckern. Ja, wir haben hier sehr steile Passagen runter und hoch, wo man auch durchaus, wenn man den Gang nicht trifft, stehen bleiben kann. Das ist absolut kein Ding hier, wenn man anfängt. Wenn man die Strecke zum ersten Mal mit Gewicht fährt. Ne? Wir sind ja die schon immer gefahren am Anfang der Woche mit eigentlich, ja, was waren das, 5 Tonnen oder so. Nur mal um anzutesten, aber jetzt haben wir ja ein bisschen mehr. Tja, Ankunftszeit wird dann etwa Mittag sein. Und dann werden wir mal abladen und dann jetzt leer zurück nach Kanada. Wo wir dann Feier machen für die Woche und dann mal sehen. Es geht Sonntag wieder raus. Jetzt muss man mal gucken, ob das so bleibt. Sonntagnachmittag Richtung Nova Scotia und von da aus dann auch wieder in die USA. Also nächste Woche wieder USA-Woche. Das ist immer gut. Mal gucken, wo es hingeht. Aber es wird wahrscheinlich nochmal eine Trainingsrunde geben, weil das Ladungssicherung ist ja noch nicht gut. Oder sehr schlecht eigentlich, weil ja auch leider beim Holz wieder nur einen Gurt rüber gekriegt hat in etwa 40 Minuten. Ich hatte dabei schon die anderen Sachen alle fertig, weil sonst wären wir auch nicht mehr über die Grenze gekommen. Das ist jetzt beim zweiten Mal, natürlich hätte ich gedacht, dass er wenigstens schon mal einen rüberkriegt, so zwei. Oder dass er mir schon mal helfen kann, das Ding dazu sichern. Ist aber leider noch nicht der Fall. Jetzt wird es noch eine Woche Zeit geben dafür. Und dann gucken wir mal. So, meine Lieben, wir sind jetzt gleich da. Wir sind gleich hier, gerade hier in Portland oder Westbrook. Da werden wir runterfahren. In einer Meile oder 1,6 Kilometer, wie gerade dran stand. Wollen wir kicken, ob wir den finden. Ich war da auch noch nicht. Hier ist ein super Wetter, sag ich euch. 14 Grad, Sonnenschein. Das ist ja völlig ungewohnt. Kein Schnee hier, kein gar nichts. Und wir sind eigentlich immer noch im Maine, also da, wo der Winter ja auch zu Hause ist, aber hier ist schon alles schick. Ja, wir fahren jetzt, wie gesagt, zum Kunden. Und werden jetzt mal bald abfahren. So you can go on nearly to the middle.
That is the car park here for the cars. I'm going to deliver us to next entrance, to next one. Not here. Yeah. Yeah, we have to go in here. Deliver us that way. Go, you are with the trailer still on the road. That's not good. We have to go here, see? Deliver us the rear of the building. So we have to go that way. And you stop. Just, I will ask the guy. Hello, sir. Oh, yeah. Not bad. Not bad. So we have to go on the rear? Huh? We have to go on the rear? Yeah, wake up. Okay, thank you. That was easy. I have no idea where we go out, but at least we are in. We will see. So your very first time here in this country? Yeah. First time, like you, never been here before. Ah, there is like a yellow mark, you see that? Yes. That is maybe where we have to unload. Receiving, yeah, I think so. So try to park in that yellow, yeah. That spot? In that spot. Yeah, try to park there and then... Somewhere is shipping receiving here. Yeah. Ah, side exit. Okay. Go over there. Where do you need to go? Go a little bit forward and then go back so that you are in the marks so that the customer is happy. Go a little like this, this. Yeah. And now this. Exactly. And now you back up in this little spot. Okay. Put the truck straight. Put the truck straight. That's it. That's it. That's it. So we are in. My lovelies, we are in. So let me put everybody off duty, and then we will see what the customer said. Stop upland.
Fertig, ab jetzt nach Hause. Fertig. Vorsichtig hinterlaufen. Und ab jetzt nach Hause, meine Lieben. Ab jetzt nach Hause. Say hello. Hello. So, alles ist gesichert, alles ist perfekt. Perfekt. So, paperwork. You know, sticker is back. And this is, they take the pink one. Somebody take that. I don't have a fucking clue sometimes why they doing this. Customer invoice is here. We got the ace for Canada. Printed by Mario. So. Normalerweise ist es kurze Hose. Short trousers. Summer in Maine. Summer in Portland. Echt schönes Wetter. Do we have a little time to connect? Someone that I need to call, or not here the customer. Okay, but then we will have a time. Yeah, you can. You have to stop if you want to have to stop. Yeah, I have to stop just 5 minutes. Yeah, we can stop in the rest area or whatever. Okay, but not at the customer here because okay. They need the space. They need the space exactly. As soon as you are finished loading, unloaded, so you can go out anyway. So, ready to go. We go now home. Ich meine, wir gehen jetzt nach Hause. Ich meine, wir fahren nach Hause. Also, bis später. So, meine Lieben, es ist wunderschöner Sonnenschein und wir sind auf dem Rückweg, wir sind jetzt, wir haben noch ungefähr 50 Meilen bis zur Grenze, dann sind wir wieder in Kanada. Dann wird der Trainer noch abgestellt und dann jetzt nach Hause bei herrlichem Wetter. Es ist warm, der Frühling kommt. Und hier oben sieht schon wieder schön aus, auf meiner Lieblings-Sommerstrecke. Und ja, dann jetzt, wie gesagt, auf dem Hof. Dann ist auch wieder Ende mit der Tour die Woche. Es geht weiter am Sonntag. Wohin, das ist zwar schon halbwegs klar, aber ich muss jetzt noch mit meinem Chef telefonieren, wie wir weitermachen. Und dann, ja, dann wird es weitergehen nächste Woche. Ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen das genießen hier oben, fast ohne Schnee. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende oder einen schönen Anfang der Woche oder eine schöne Restwoche. Vielen, vielen Dank wieder an alle Subscriber, an die Likes und an die vielen Kommentare. Ich freue mich immer wieder darüber und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Ich habe viel wieder gehört die Woche über Situationen und so weiter und so fort, aber die kennt ihr sicherlich auch alle. Und ich, wie gesagt, all the best für jeden und bleibt standhaft. Und ja, bleibe dabei, alles wird gut. Das wird irgendwann. Wir würden ganz gut auskommen, wenn wir die Politik nicht hätten, glaube ich. Also. Bis dahin und macht es gut. We all live
we borrow time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right. And we all need a mother's when the day is dark as night. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground in disbelief, staring at his fingers through which his blood runs with his life. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. For so long buried in the snow. Yes, here we are, shining diamonds, burning bright.